In Seminaren werde ich immer wieder gefragt, was es denn mit so einer Outlet Collection auf sich hat oder wie ich es denn machen kann, dass wenn ich mehrere Switches habe, immer nur einer davon true ist und die anderen false, so wie man es bei einem Radio kennt oder gut früher kannte. Wisst ihr, da konnte man nämlich die Frequenz wählen, Mittelwelle, lange Welle oder Kurzwelle oder Ultrakurzwelle. Und da konnte man natürlich immer nur eine bestimmte Welle rasten und sich dann eine Frequenz suchen. Und deshalb heißt so etwas immer noch Radio Switch. Naja, im Zeitalter von Spotify und Streaming Music hat sich das mit dem Radio Switch wohl bald erledigt. Aber es heißt so, und sowas wollen wir mal hier schnell aufbauen. Und wie gesagt, wir klären dabei auch diese wunderbare Outlet Collection. Ziemlich coole Sache. Lasst uns doch mal schauen, was da auf uns drauf zukommt. Wir machen ein neues Projekt, natürlich wieder Single View. Wie wäre es mit UI Switch Outlet Collection? Einfach, weil es ein schöner Name für eine App wäre, die die Welt nicht braucht. Wir legen das hier auch wieder im Kapitel 6 ab, gönnen uns den Fullscreen, gehen in unser Storyboard, suchen nach unserem Switch und ihr seht und hört, ich mach's alles schon ein bisschen schneller. Wir können auch mit Command D einfach das markierte Element im Storyboard duplizieren. Command D für Duplicate und dann gehen wir her und das können wir schon gemeinsam beten. 8,16, bitteschön, hier machen wir jetzt auch zum oberen 8, zum rechten Rand 16 und du, lieber Switch, auch 8 von oben, 16 vom Rand, zwei Elemente machen, in den Assistant Editor gehen, vom ersten ein Outlet ziehen, du bist unser Switch, Outlet. Und dann können wir das natürlich auch, wie im vorherigen Video gezeigt, einfach mal rumdrehen. Wir haben Switch A, Switch B, Switch C als Outlet hier im Code. Und dann kann ich natürlich auch von hier mal schnell drüber ziehen. Ja, so einfach ist das. Aber, alles mit der Ruhe. Ich habe drei UI-Switches und jeder UI-Switch hat seinen eigenen Outlet. So, das ist das, was wir haben. Aber jetzt wollen wir ja ein bisschen cleverer sein. Wir wollen die UI-Switches auch in so eine UI-Collection legen. Aha, wie geht denn das? Ja, dann ziehen wir mal vom Storyboard in den Quelltext rüber. Achtung, Achtung, wir wählen eine Outlet Collection und sagen dann, das wären unsere Switches, einfach weil wir mehrere davon haben. Und das geben wir jetzt hier mal an. Wow, wie cool ist das denn? Wir haben ein Outlet, wir haben eine Variable, sie heißt Switches. Ja, von welchem Typ ist die denn? Ja, die ist schon irgendwie vom Typ UI Switch, steht aber in eckigen Klammern. Und wisst ihr, was das heißt? Das heißt, das ist ein Array. Es kann viele Switches geben. Im Moment haben wir nur den einen. Und jetzt passt mal auf, jetzt gehe ich auf den zweiten. Control, Klick mit der Maus. Und da möchte ich dich auch gerne bitte in diese Collection reindrücken. Aber warum geht es nicht? Es geht nicht, weil es manchmal zu kompliziert ist für Xcode. Aber wir kennen doch den anderen Weg herum. Also, wir haben einen wunderbaren Switch. Da haben wir schon ein Outlet zu gemacht und wir haben zusätzlich auch eine Outlet Collection gemacht. Und jetzt kann ich natürlich hier auch auf das Plus gehen, hier in unserem Outlet und kann sagen, du da bist auch hier drin in der Collection und du bitte auch. Und jetzt schaut mal, jeder Switch hat sein eigenes Outlet. Aber alle Switches sind auch in der Outlet Collection namens Switches drin. Okay, klingt alles super spannend. Aber was wollen wir denn jetzt damit? Naja, wir haben doch gesagt, wir wollen sowas machen wie Radio. Es darf nur einer eingeschaltet sein. Ja, gut, dann wollen wir auch gleich dafür sorgen, dass dem hier so Rechnung getragen wird.
Das heißt, wir werden den ersten eingeschaltet lassen und im Attributinspektor die anderen zwei ausschalten. So, das wäre doch schon mal was. Und jetzt wollen wir eine Methode ziehen, eine Action. Wir müssen ja schon drauf irgendwie reagieren, wenn hier der Switch umgelegt wird. Also wieder Control, Klick, diesmal aufpassen, Frank. Ja, mache ich eine Action. Und jetzt sagen wir nur mal Switch Value Changed. Als Argument, hatten wir im letzten Video geklärt, hätte ich auch gerne den UI-Switch, dann muss ich es später nicht im Source-Code ändern. Connect. So, jetzt haben wir also hier unsere Methode SwitchValueChanged und der Sender ist dann im Moment genau dieser Switch, weil dieser Switch ja diese Action-Methode hat. Aber jetzt passt mal auf. Jetzt werde ich sagen, dieser Switch und dieser Switch, die rufen alle diese Methode auf. Ich habe also nur eine Action-Methode für alle drei UI-Elemente. So, und jetzt können wir natürlich ein bisschen spielen. Jetzt sagen wir einfach Folgendes. Wir speichern uns einfach, ob derjenige Switch, der hier gerade diesen Value gechanged hat, das kann ja der erste, der zweite oder der dritte sein, da speichern wir uns, ob er denn on oder off war. Also let is on gleich sender is on. Wir machen uns eine lokale Konstante und speichern uns mal das, was denn der Switch jetzt hier als Wert hat. Und wir wissen, er kann ja nur true oder false werden, je nachdem, was er jetzt für ein State hat, wenn diese SwitchValueChanged-Methode aufgerufen wird. So, und jetzt gehen wir her und sagen, alle Switches in unserer Outlet-Collection, die schalten wir aus und setzen danach den, der gedrückt wurde, wieder auf den Status, der halt zu Beginn dieser Methode eingereicht wurde. Weil damit müssten wir doch, ohne jetzt großartig über Bord zu gehen, so etwas wie diese guten klassischen Radio-Switches hinbekommen. Also, jetzt müssen wir durch alle Elemente in unserer Outlet-Collection, wie man so schön sagt, iterieren. Wir müssen einmal drüber latschen über alle Elemente, die da drin sind. Wie machen wir das? Wir haben Swift, die schönste Programmiersprache der Welt. Ja, Punkt. Nicht nur für Native iPhone Entwicklung. Ich finde Swift geil. Also, for, ja, jetzt müssen wir aufpassen. Switch ist dummerweise ein Keyword. Ein Schlüsselwort von Swift, also darf jetzt eine Variable nicht Switch heißen. Dann bin ich jetzt auch mal so frech und sage a Switch. Ja, wir brauchen einen Switch, irgendeinen. For a Switch in Switches. So, und jetzt fängt das irgendwo an beim nullten Element und geht hoch, bis auch immer das hier abgeschlossen ist. Man weiß ja nicht, wenn man das programmiert, wie viele Switches hier mal in dieser Outlet Collection sein werden. Deshalb iterieren wir über alle Switches in unserem Outlet Collection und nennen den aktuellen, den wir haben, a Switch. Und dann sagen wir doch einfach a Switch is on, gleich false. Wir schalten einfach alle Switches aus. So, können uns ja auch mal einen Kommentar setzen. Speichern, ob an oder aus mit dem gedrückten Switch. Da haben wir das. Dann alle Switches, Klammer auf, auch den, der gerade gedrückt wurde, dann vielleicht besser auch der, ne? Auch der gerade gedrückt wurde, bitte ausschalten, so, und dann den gespeicherten Status zurücksetzen.
lieber Sender, dein Is-On ist das, was wir lokal gespeichert hatten. Ich weiß es ja nicht, ob du on oder off warst. Wir haben hier eine ganz, ganz primitive Logik. Wir speichern uns, was hier an Button, an Switch-Status war. Wir schalten alle aus und dann wieder ein. Und jetzt lange Rede, schauen wir es uns doch auch mal an, ob wir den gewünschten Erfolg haben und sehen jetzt mit wachsender Begeisterung unserem iPhone-Simulator entgegen. Und wenn er denn dann kommt, dann seht ihr, kann man hier wunderbar radiomäßig immer nur einen von unseren Switches einschalten, egal welchen, weil ja vorher alle ausgeschaltet werden. Was kann ich aber trotzdem machen? Ich kann den aktuellen immer noch ausschalten. Das könnte man natürlich noch verbessern, aber hier geht's ja nicht darum, ein Radio zu entwickeln, ja, mit den guten Radio-Switches, sondern hier ging es darum, euch zu erklären, die Outlet Collection, ein Array von UI-Elementen und da, ich zeig's nochmal mit dem tollen Assistant-Editor, und da sieht man hier, kommen eben mehrere Elemente hinein. Ja, eine Outlet Collection von Switches. Und auch für die Action-Methode kann ich mehrere UI-Elemente dieselbe Action-Methode durchlaufen lassen. Und dementsprechend kann man dann ganz elegant hier sowas codieren. Und ich muss hier im Quelltext nicht schreiben, war der Sender Switch A? Ja, dann Switch B auf aus und Switch C auf aus. Und morgen haben wir noch D und E und F und dann kommen wir aus dem Codieren gar nicht mehr raus. Nein, dafür nehmen wir uns eine Schleife und können durch alle Switches in unserer Collection laufen und schalten sie erstmal aus und retten dann einfach den letzten Status. Ja, so einfach wäre jetzt hier das Beispiel, klärt Outlet Collection und gleichzeitig die Frage, wie mache ich es denn, dass es nur nach dem Highlander-Prinzip immer nur einen geben kann?